Ja, liebe Community, ich habe es euch versprochen, beziehungsweise ich habe es angedeutet, BMW X3, machen wir noch ein 50.000 Kilometer Review, habe ich vor Monaten gesagt. Heute ist es soweit, unterwegs im BMW X3 35 Diesel. In diesem Fall trügt das Thema 35 Diesel etwas, das ist ein 6-Zylinder, 3-Liter Biturbo. Ja. Wir haben die 50.000 Kilometer voll, beziehungsweise ich habe die 50.000 Kilometer voll. Wir haben 50.605 Kilometer jetzt aktuell. Und da wollten wir einfach nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, was genau in der Zwischenzeit war in den letzten 25.000 Kilometer. Gab es Probleme, gab es Aufreger, war das Auto in der Werkstatt? Letzteres kann ich mit Nein beantworten. Das heißt, wir hatten bis jetzt noch keinerlei Probleme, um wegen irgendeinem technischen Defekt in die Werkstatt zu gehen. Und das muss ich sagen, spricht für sich. Ja. Momentaner Durchschnittsverbrauch 7,8 Liter. Je nachdem, wie man fährt, es ist ein bisschen kühler draußen, da ist natürlich der Spritverbrauch etwas höher. Und ja, da können wir uns definitiv nicht beschweren bzw. nicht beklagen. Die anfänglichen Mängel, wo wir hatten, mit der Leiste und so weiter, das ist alles in Ordnung. Das wurde von BMW behoben und da dürfen wir uns definitiv nicht beschweren. Bis jetzt in dieser Hinsicht zu den Mängeln, die vorhanden waren, keine, wie soll ich jetzt sagen, also sind nicht wieder aufgetreten. Ja. Was dazu gekommen ist oder was gekommen ist, was mich ein bisschen aufgeregt hat, wir haben bei 32.000 Kilometer hinten neue Bremsklötze bzw. Bremsbeläge gebraucht. Finde ich bei dem Auto ein bisschen früh, wenn ich ehrlich bin, für hinten. Wenn es vorne gewesen wäre, hätte ich mir gesagt, ja gut, Gewicht, Fahrweise. Aber vorne ist noch alles in Ordnung, Klötze, Scheiben, wunderbar. Nur hinten waren die Beläge abgefahren. Da muss man ein bisschen, ja, was soll ich jetzt sagen, ein bisschen an BMW appellieren. Vielleicht da mal ein bisschen andere Materialien zu verwenden, dass doch da auch ein bisschen mehr Haltbarkeit da ist. Weil es ist doch relativ früh in meinen Augen, dass bei 32.000 Kilometer hinten die Lampe angeht. Vielleicht könnt ihr ja mal in euren Kommentaren oder unter dieses Video in die Kommentare schreiben, wie das bei euch war. Relativ viele kommentieren ja zu diesem Fahrzeug, ob sie auch schon mal dieses Problem hatten oder ob sie dieses Problem auch haben, dass bei relativ wenig Kilometer oder Fahrleistung die Bremsklötze Probleme machen. Muss eigentlich nicht sein. Einfach da mal so ein Hinweis an BMW. Ist wie es ist. Wir haben natürlich mit BMW gesprochen und mal nachgefragt, warum das liegt. Konnte uns in dem Fall niemand eine passende Erklärung geben. Und BMW hat natürlich auch verständlicherweise nichts übernommen, weil natürlich der Kilometerstand trotzdem, dass es ein relativ junges Fahrzeug ist, zu hoch ist. Bremsen, wenn ich es richtig mitbekommen habe, was der BMW Mitarbeiter zu mir gesagt hat, sind 10.000 Kilometer. In dem Bereich werden Bremsen, wenn sie Probleme machen, übernommen. Das ist hier nicht der Fall gewesen. Zum Thema Tankanzeige bzw. Tankgeber. Auch ein Mangel, schon dreimal aufgetreten, jetzt in der Zwischenzeit. Man tankt voll und das Fahrzeug zeigt an, wir sind viertel, halb oder dreiviertel voll. Dann dauert es eine Weile, bis die Anzeige dann auf dem Stand ist, was eigentlich im Tank ist. Hier ist die Vermutung, dass natürlich der Tankgeber bzw. die komplette Einheit, die Schwimmereinheit, dass die natürlich ein Problem hat ab und zu. Werden wir beobachten. Wenn das nochmal auftritt, dann wird man da definitiv, vermute ich mal, eine neue Einheit kriegen. Aber da werden wir euch dann auf dem Laufenden halten. Weitere Mängel gibt es nicht. Also das Fahrzeug war nicht in der Werkstatt aufgrund von irgendwelchen Mängeln, lediglich die Bremsklötze hinten. Ja, und sonst macht das Fahrzeug keinerlei Probleme, die Automatik, alles schellt sauber, Motor sauber, auch hier keinerlei Probleme. Wir haben bis jetzt noch nicht einmal Öl nachfüllen müssen, also das spricht
Fall auch doch relativ stark für dieses Fahrzeug in meinen Augen. Und wir hoffen, dass es so bleibt. Ich würde jetzt sagen, wir machen wieder einen 25.000er Step. Das heißt, nächste Review bei 75.000 und dann eben bei 100.000. Wollen wir mal schauen, was daraus kommt. Ob es dahin auch noch alles so bleibt, wie es jetzt gerade ist. Freuen würde es mich natürlich, aber drin stecken tun wir alle nicht. Ja? Wenn ihr irgendwas zum X3 vorzutragen habt oder zu sagen habt oder wie es bei euch war, schreibt es unten in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich freue mich über jeden Abonnent. Ich bedanke mich da auch nochmal für die große Anteilnahme. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Arbeitstag. Und wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Bis bald. Ciao.